Jetzt, nachdem der Autorenstreik in den USA erstmal vorerst vorbei ist, geht es mit den Serien und Filmen so langsam wieder voran, inklusive natürlich auch Star Wars. Taika Waititi will ja zum Beispiel demnächst ein neues Skript für seinen Star Wars Film reinreichen und es gibt auch einen neuen Leak bezüglich der Skeleton Crew Serie, die ja ursprünglich noch dieses Jahr erscheinen sollte, dann aber laut Insidern verschoben wurde und jetzt einem neuen Leak zufolge ein neues Release-Datum hat. Und dieser Leak stammt direkt aus dem amerikanischen Copyright Office mit Infos zu der ersten Folge inklusive der Handlung und dem Release-Datum. Und während die Handlung eigentlich relativ generisch ist und nicht wirklich viel verrät, außer was wir ohnehin schon wussten, wird dort als wahrscheinliches Release-Datum Januar 2024 genannt. Also ist vom ursprünglichen November-Dezember-Release-Zeitraum gar nicht so weit entfernt, was ziemlich gut ist, weil wir sonst eigentlich sehr lange auf die nächste Star-Wars-Serie hätten warten müssen.